Bei mir ist im Studio ist jetzt der Experte für Geopolitik und Strategie, Professor Maximilian Terhalle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Abend, Frau Werte. Die Bundesregierung hat jetzt neue Waffenlieferungen angekündigt, darunter zwei weitere Mehrfachraketenwerfer sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge, außerdem 200 Raketen. Wie bewerten Sie diese Lieferungen, die ja erst noch kommen müssen, und können Sie der Gegenoffensive der Ukraine helfen? Also zunächst einmal ist es gut, dass Deutschland etwas tut. Die Raketenwerfer sind von wichtiger Bedeutung, um das zu tun, was die Ukrainer bisher sehr gut gemacht haben, dass sie im Hinterland russische Verbindungsknotenpunkte im Nachschub zerstören können. Diese Dingos sind im weitesten Sinne Transportfahrzeuge, gepanzert, relativ schwach bewaffnet, aber sie verhindern eben, dass ukrainische Infanterie übers Feld laufen muss. Oder, wie wir es gesehen haben, in Cherson vor allem in einfachen Minibussen übers Kriegsfeld fahren müssen. Dafür sind diese Wagen sicher hervorragend geeignet. Sie sind aber keine Leopard 2. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.